Die neuesten Beamer im Test. 15 Modelle zu Preisen zwischen 430 und fast 3000 Euro. Wir geben einen Überblick über die Testergebnisse. Welche Vorteile bringen Laserbeamer? Liefern Ultra-HD-Beamer ein besseres Bild als Full-HD-Geräte? Und wie schlagen sich die Kurzdistanz-Beamer im Test? Wer einen Beamer kauft, muss eines wissen. Selbst die hellsten Exemplare im Test liefern ein optimales Bild nur in einem abgedunkelten Raum. Schon etwas Streulicht auf der Leinwand lässt vor allem düstere Szenen verwaschen aussehen. Am besten für etwas hellere Umgebungen eignen sich die beiden Beamer mit Laserlichtquelle. Epson EHL-S100 und Sony VPL-PHZ10 liefern bei weitem den höchsten Lichtstrom aller Projektoren im Test. Das sorgt für eine ansehnliche Bilddiagonale von 2,3 Metern, selbst bei etwas hellerer Umgebung. Aber die beiden Laserbeamer sind auch die bei weitem teuersten und schwersten Geräte im Test. Genereller Nachteil aller Beamer im Test: sie haben einen hohen Stromverbrauch. Je nach Modell bis zu 344 Watt. Aufs Jahr gerechnet ist das Strom für rund 80 Euro. Selbst riesige 65 Zoll Fernseher verbrauchen oft weniger als ein Drittel davon. Und sie produzieren auch weniger Hitze und benötigen keinen nervigen Lüfter. Der lauteste Beamer im Test ist der sehr leuchtstarke Epson LS100. Beim Betriebsgeräusch kommt er nur auf ein Ausreichend. Das einzige Gerät im Test mit guter Bewertung fürs Betriebsgeräusch ist der Optoma UHD 550X, hier aus gleicher Distanz aufgenommen. Einige Geräte im Test sind Kurzdistanzbeamer. Sie können zwar nah an der Wand stehen, der Epson LS100 sogar besonders nah, doch Falten in der Leinwand oder Strukturtapeten bringen ungewollte Schatten ins Bild. Ist der Beamer nicht wirklich perfekt ausgerichtet, verzerrt das Bild sehr schnell. Außerdem sollte die Leinwand absolut starr und unbeweglich sein. Ausziehbare Leinwände sind schon bei leichtem Wind ungeeignet. Wir sind auch der Frage nachgegangen, wie gut Ultra-HD-Beamer sind. Sie projizieren viermal so viele Bildpunkte wie Full-HD-Geräte. Sitzt man dicht vor der Leinwand, macht sich die höhere Pixeldichte bemerkbar. Natürlich nur dann, wenn auch Ultra-HD-Bildmaterial zugespielt wird, etwa von UHD-Blu-ray-Discs oder über 4K-Streaming-Angebote. Dennoch liegen die drei UHD-Beamer im Test insgesamt in Sachen Bildqualität leicht hinter dem besten Full-HD-Beamer, dem Epson TW5650. Er ist günstiger als die UHD-Modelle und bietet beispielsweise ein besseres Kontrastverhältnis. Welche Beamer am besten für Filme, Sport, Computerspiele oder Grafik geeignet sind, zeigen unsere detaillierten Testergebnisse unter test.de/beamer.